Willkommen zurück zu Let's Play EverQuest 2. So, wir sind hier bei der Quest. Diese Stiefel wurden angefertigt für schwachsinniger Name, es hat nicht mehr hingepasst. Wir sollen hier drei Steps machen. Und zwar im Schwarzbau nach einem Erz suchen, in der Sturmfeste nach einem seltenen Holz und in der Donnersteppe nach einer bestimmten gehärteten Greifenhaut. So, das werden wir auch gleich machen. Jetzt wurde ich allerdings gebeten, bevor wir das machen, in eine Gilde einzutreten, aus folgendem Grund. Und zwar geben diese Quests ja nicht nur einen schicken Gegenstand zum Schluss, zur Belohnung, sondern auch Statuspunkte. Statuspunkte, von denen ich mir was kaufen kann, das sind zum Beispiel andere Gegenstände oder auch bestimmte Titel. Die geben aber auch der Gilde Statuspunkte. Und diese Gilde steigt dann im Level. Also, sofern ich genug bekomme. Und deswegen schreibe ich hier mal meinen Kollegen Soundly an. Der soll mich mal eben in die Gilde einladen. Hi, kannst mich jetzt einladen? Also ich habe das vorher mit dem abgesprochen. Soundly ist übrigens der gleiche Mensch, der auch Schnarcher spielt. Das war der, was uns da die Level gezogen hat. So, und während er das jetzt macht, werden wir schon mal Richtung Sturmfeste reiten. Gerade mal auf der Karte, aber wir sind hier richtig, jawohl. Es geht hier um die Gilde Die Ritter des ewigen Lichtes, also meine ehemalige Gilde, wo ich früher fest gespielt habe. Nur da würde ich auch joinen. So. Ach ja, das ist hier ist übrigens keine Mauer. Danke Chroma an den Hinweis, das ist ein Viadukt. Mal schauen, wie lange ich mir das merken kann. So. Mal gucken, der Schwarzbau ist hier ein ganzes Stück weiter unten. Der gute Soundly hat bis jetzt noch nicht geantwortet, das wird er aber wohl noch machen. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Aha, das war die Einladung und jetzt bin ich schon Mitglied. Schreibe ich kurz mal Hallo, wer auch immer gerade online ist. Und das Fragezeichen sammle ich auch noch ein. Ein gespaltenes Ratonga-Knochenfragment. So, und jetzt sagt mir Soundly nochmal Abend. Caldera, hallo. Ja, und ich bin auf dem Weg zur Sturmfeste. Die müsste ziemlich genau hier vor uns sein. Ihr habt den Boden der McWibble-Farm betreten. Euch beschleicht eine seltsame Vorahnung. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Hier ist noch nie was passiert. Aber ist ja auch egal. Denn wir haben was ganz anderes im Sinn. So. Mal gerade gucken. Mal ein wenig orientieren. Aber das passt. Ja, und wenn wir dann in der Sturmfeste sind, dann weiß ich auch ungefähr, wo es ist. Das sagte ich ja auch in der letzten Folge schon. Wir müssen halt mal schauen, ob die Gegner auch wirklich alle grau sind. Oder ob die uns angreifen, weil wenn die uns angreifen, dann könnte es ziemlich haarig werden. Aber ich denke, die sind alle grau. So wie diese Skelette, die hier vor der Sturmfeste gemütlich rumlungern. So, und ich würde sagen, bevor da jetzt wieder irgendwelche perversen Sprüche im Gildenchat kommen, schreibe ich mal kurz rein, dass ich gerade am Aufnehmen bin. Bin am Aufnehmen, alles was ihr sagt, was ihr schreibt, wird aufgezeichnet. Smiley. So, wir sind in der Sturmfeste. Das heißt beim Ladebildschirm eigentlich.
Während er lädt, nehme ich mir gerade mal einen Schluck Cola. So, mach hinne. Seid gegrüßt, Abenteurer. So, in der Sturmfest angekommen. Jetzt müssen wir erstmal ein Stockwerk nach unten. Hier in diesem Dungeon sind keine Reittiere erlaubt und deswegen sind wir auch automatisch abgestiegen davon. So, nee, wir müssen noch eine Tür weiter. Und bis jetzt ist alles grau. Allerdings werden die Gegner auch noch ein bisschen schwerer hier unten. Das heißt, dass es jetzt noch grau ist, heißt nicht unbedingt, dass es überall grau sein muss. Ups. Jetzt hatte ich einen kleinen Ruckler und wäre fast die Treppe hier runter gepurzelt. Hier ist eine Gruppe von Spielern. Hoffentlich klauen die nicht mein Holz hier. Nein, die machen den einen Gegner platt. Wir gehen jetzt hier lang. Oh, ich habe auch gar keine Karte, sehe ich gerade. Offiziell oder normalerweise ist hier in den Dungeons keine Karte verfügbar. Man kann sich aber diese Extra-Karte runterladen. Und dann hat man auch in den Dungeons eine Karte. Das werde ich vielleicht noch tun. Weil ansonsten verläuft man sich hier ruckzuck. So, aber hier müsste es richtig sein. Und hier ist der Höhlenwurzelschrecken. Das ist auch genau der, den wir brauchen. Nee, das ist der nicht. Das sind Platzhalter. Das ist doof. Müssen wir die jetzt mal platt machen hier. Den Questgegenstand gefunden. Das ist also oft definitiv vereinfacht worden. Denn man konnte hier teilweise früher stundenlang warten, bis der richtige Gegner gespawnt ist, weil hier eigentlich nur diese Platzhalter die ganze Zeit waren. Und da hat man hier immer stundenlang alles leergeräumt, gewartet, bis die nächste Gegnergruppe gespawnt ist und hat dann gehofft, dass irgendwann mal der rare Gegner dabei war, der was dann den Questgegenstand getroppt hat. Nun, so geht's auch. Ging deutlich schneller. Wir können direkt wieder zurückgehen. Denn mehr gibt's in der Sturmfeste hier erstmal nicht zu tun. Zumindest nicht bei dieser Quest. So. Hier geht's wieder raus. Nach oben. Hier in EverQuest, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, hier kann man die Türen auch im geschlossenen Zustand durchlaufen. Man braucht sie nur kurz anklicken, dann gehen sie auf, aber während sie noch im Aufgehen sind, kann man auch schon direkt durchrennen. Das ist eine tolle Idee, weil da kann man eine ganze Menge Zeit sparen. Haha. Hier oben ist ein Schwert. Und das ist auch eine Erbe-Quest. Ist dann erst später mit Mitte Level 40, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich glaube, die beginnt mit Level 45. Man muss auch ein paar Quests vorher machen, damit man diese überhaupt annehmen kann. Aber bis dahin wird es auch noch ein paar Folgen dauern. Ja. Nee. Jetzt habe ich mich verlaufen. Wo bin ich denn hergekommen? Mist. Hier. Nein. Tja, da gucken wir uns halt mal die Sturmfeste an. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Ja, hier geht's doch weiter, oder bin ich jetzt bescheuert? Ich bin bescheuert. Na gut, hier geht's auf jeden Fall raus.
Ja, das war die Sturmfeste. Hier liegt noch ein Fragezeichen, das nehmen wir uns natürlich auch noch mit. Und das können wir auch gleich einlesen. So, wieder ein Stück gefunden. Wieder ein Stück von den Tausenden von Sammlungen, die es hier in dem Spiel gibt, gefunden. Ach, wer ist das? Konnte ich nicht lesen, es ging mir zu schnell. So, dann geht's wieder nach Antonika und zwar direkt in den Schwarzbau. Das ist dann ein bisschen blöde ohne Karte. Also das heißt, dass ich mir bei der nächsten Folge oder einer der nächsten Folge definitiv diese zusätzliche Karte installieren muss, weil sonst bin ich hier früher oder später wirklich aufgeschmissen. Und Schwarzbau hier und die Sturmfeste, da kenne ich mich noch ungefähr aus. Aber da gibt es noch andere Orte. Da stehe ich dann wie ein kleines Männlein im Walde. Wir können uns hier nochmal schön Antonika betrachten. Das war die Feste der Knolltöter hier. Und der Schwarzbau ist ein ganzes Stück weiter hier im Westen. Man sieht hier auch diese Vogelscheuchen, das waren früher alles Gruppengegner. Ich glaube, das erzähle ich schon mal. Mittlerweile sind es alle Single-Gegner. Es ist halt grundsätzlich einfacher geworden. So, hier stehen nochmal so Eichen. So ähnliche Teile wie den, was wir eben gerade in der Sturmfeste gekillt haben. Aber nur so ähnlich. Da hätten wir auf jeden Fall unseren Questgegenstand nicht bekommen. Wer bist du? Schwarzfuß Untier. Hier laufen nämlich auch manchmal Nehmend rum. Nehmend heißt besondere Gegner. Aber ich habe jetzt keinen gesehen. So, wir sind auf jeden Fall hier jetzt im Schwarzbau. So, und wie immer, wenn er lädt, werde ich mal einen Schluck trinken. So, diesmal hat er ziemlich schnell geladen. Schau mal gerade auf die Uhr, wie viel Zeit vergangen ist. Schon ein bisschen. So, wir müssen jetzt hier uns ganz nach unten fallen lassen. Wir könnten auch laufen. Aber ich glaube, fallen lassen geht am schnellsten. Die Fragezeichen nehmen wir natürlich noch mit. Oder vielmehr das Fragezeichen. Ein zerschmettertes Knochenfragment. Davon haben wir noch gar keine. Tja, und ich schätze mal so, in 50 Folgen haben wir da auch unsere erste Sammlung komplett. So, wir können nochmal hier hochgehen. Einfach mal ein bisschen, um uns den Schwarzbau mal ein bisschen zu betrachten hier. Ist eine schöne Gegend. Da haben sich die Knolle ein schönes Camp aufgebaut. Servus. Die greifen mich, wie gesagt, nicht mehr an, weil sie alle grau sind. Wären sie das nicht, da würden sie mich jetzt hier versuchen zu zerfleischen. So, wir springen nach unten. Unten sind die Knolle ein bisschen stärker, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass das auch alles noch grau ist. So, zack. So, jetzt gucke ich mal ein bisschen unter Wasser. Da muss man nämlich jetzt ein Stückchen schwimmen. Nur weiß ich nicht mehr genau wo. Hier ist ein Durchgang. Und unaufhörlich steigt auch unser Schwimmskill. Was zur Folge hat, dass man dann ein bisschen schneller schwimmen kann. So, hier ist der mehr oder weniger versteckte Raum. Ein Fass voller Schwarzbier. Damit kann ich jetzt erstmal nichts machen. Hier muss es noch mehr geben zum Anklicken. So, das kann ich jetzt auch nur absuchen, weil ich nicht genau weiß, wo es ist. Hm. Ein gebrochener Stein. Markieren.
Astral war hier. Ja, das haben die irgendwann mal eingeführt, dass man hier bestimmte Gebiete markieren kann. Die Schwarzbrauerei, jawohl. Jetzt müsste ich nur noch den gesuchten Gegenstand finden. Aber hier lässt sich nirgendwo was anklicken. Hier waren wir doch schon. Also das wird wahrscheinlich nicht gemeint sein. Sucht dem Schwarzbau nach dem Erz, das Hal für die Klinge braucht. Ja, wo ist es denn, das Erz? Gib's mir. Ach, hier geht's wieder... Wo geht's denn her? Hier geht's wieder hoch, oder was? Hier geht's nach Antonika. Dann kann ich mich ja gar nicht mehr dran erinnern. Aber wir müssen doch hier richtig sein, oder? So, hier lässt sich auch gar nichts anklicken. Vielleicht bin ich auch einfach nur im falschen Raum. Wer weiß das schon? Ich schwimme noch mal gerade hier hin. Das macht ja nichts, schwimmen. Da werden wir ja auch immer besser. So, hier geht es doch gar nicht mehr weiter. Also irgendwie bin ich doch hier so ein bisschen falsch. Luft holen und wieder runter. Also hier kann man nicht durch. Definitiv nicht. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass da früher auch schon mal so eine Absperrung gewesen sein sollte. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sie das geändert haben. Also wir schwimmen wieder zurück hier. Eigentlich müsste es hier irgendwo sein. Das ist Schwarzbier hier, das brauchen wir nicht. Wir brauchen Erz. Wo ist denn jetzt das Erz hier? Oder muss ich einfach ein paar Knolle töten? Komm, ich räume hier einfach mal ein bisschen auf. Wird schon gehen. Habe ich. Ich bin hier vollkommen falsch. Also nicht vollkommen, aber ein bisschen. Erz, wie der Name schon sagt, hier unten ist die Brauerei. Oh, wir haben die Quest erfüllt. Wir können jetzt die Knollsprache. Ausgezeichnet. Ja, hätte mir eigentlich... Ist halt schon lange her. Deswegen war es jetzt ein bisschen falsch gewesen. Wir brauchen Erz. Und ein Erz gibt es natürlich nicht hier unten in der Brauerei. Das gibt es oben bei den Minenarbeitern. Hier kommen wir wieder raus nach Antonika. Mal gucken, wo wir jetzt landen. Wir müssen nämlich eigentlich wieder zurück zum Eingang. So, wo sind wir hier gelandet? Und unser Schwimmskill steigt nach wie vor. Hört gar nicht mehr auf. Denn hier hin? Ach, das ist alles schon lange her. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Wir sind jetzt wahrscheinlich wieder am Popo der Welt. Genau, dachte ich mir. Wir müssen jetzt zurückschwimmen zum Eingang. So, und der ist da hinten. So, Leute. Jetzt waren wir in der Sturmfeste und im Schwarzbau. Wir müssen jetzt nochmal zurück in den Schwarzbau. Und zwar das Erz holen. Das nächste Mal weiß ich auch, wo es das gibt.
für diese Folge war es das jetzt auch schon wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann.